Hallo ihr, ich stelle euch heute bestimmte Funktionen der App WhatsApp vor. Zum einen zeige ich euch, wie man seinen zuletzt Online-Status ausstellen kann und zum anderen, wie ihr andere Nutzer blockieren könnt. Wenn ihr in WhatsApp in Einstellungen geht und dann über euren Account auf die Option Datenschutz klickt, könnt ihr sowohl bei iOS als auch bei Android-Geräten euren zuletzt Online-Status so wählen, dass ihn niemand sehen kann. Wenn es jemanden gibt, der euch belästigt oder nervt, habt ihr die Möglichkeit, diese Person zu blockieren, während ihr auf Android-Geräten den jeweiligen Kontakt wählt, den Einstellungsbutton drückt und über die Option Mehr zu blockieren gelangt. Müsst ihr auf iOS-Geräten über die Einstellung und euren Account zur Option Datenschutz und könnt dort dann über Blockiert den jeweiligen Kontakt wählen. Außerdem werden euch hier eure blockierten Kontakte angezeigt. Mehr Infos zum Thema Privatsphäre und Belästigung findet ihr im Bereich Mobbing und Mut auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.